Ja, willkommen zu diesem asynchronen Workshop. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich auch, dass ich diesen Workshop im Rahmen des VDHD 21 in diesem neuen Format geben darf. Mein Name ist Paul Ramisch. Ich studiere in Berlin an der HU Digital History und Zeitgeschichte. Mein erstes größeres Twitter-Projekt war zusammen mit Mareike König eine Untersuchung zu den letzten 4 HistorikerInnen-Tagen, eine Untersuchung zu der twitternden Zunft. Das zugehörige Video gibt es natürlich auch in den Ressourcen zu diesem Workshop. Da zeigen wir auch ein bisschen, was man hier mit diesen Methoden auch weiter noch machen kann. Bevor wir gleich durch die ganzen Programmpunkte gehen und ich diese Programmpunkte auch kurz vorstelle, möchte ich kurz ein paar einleitende Worte auch allgemein sagen, weil hier sicherlich auch ganz unterschiedliche Niveaus vertreten sind. Ich habe hier unten rechts meine Notizen, dementsprechend gucke ich wahrscheinlich häufiger dort drunter, nicht darüber wundern. Es ist allgemein so, dass jeder programmieren kann, wer auch logische Sätze sprechen kann. Es ist so, dass man wie bei jeder neuen Sprache auch seine Grammatik und seine Vokabeln lernen muss, aber es ist deutlich weniger, als es eine echte natürliche Sprache wäre. Ich kann nur dazu appellieren, wirklich auszuprobieren. Das ist das Schöne bei Programmiersprachen. Man kann in der Theorie zumindest erstmal nicht so viel kaputt machen, trotzdem immer Backups machen. Das schon mal. Ganz wichtig ist, wie jede wissenschaftliche Arbeit eben auch, basiert Programmieren auch auf Recherche. Nur, dass die Recherche jetzt nicht unbedingt in diesen klassischen Wegen funktioniert, ist es wirklich ganz klar das Googlen angesagt. Und dazu kann ich auch nur appellieren. Es ist gar nicht so wichtig, wirklich alles zu wissen. Eigentlich ist jedes Programmierproblem, das es gab, in einer oder anderen Form, zumindest Programmierprobleme, die wir wahrscheinlich haben werden, schon mal im Internet besprochen worden und hoffentlich auch gelöst werden. Deshalb immer auch online recherchieren. Das ist selbst unter sehr erfahrenen Programmierern und Programmiererinnen sehr gang und gäbe. Der Workshop hier wird eher von meiner Seite als eine Art Anregung und Einleitung in das Thema gesehen. Ich werde versuchen, alles so gut wie möglich zu erklären, aber mir geht es eigentlich vor allem darum, zu zeigen, was möglich ist in diesen ersten Schritten und dann eben zum Nachmachen anzuregen. Aber es geht nicht darum, dass man wirklich alles direkt auch im Detail versteht. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist ganz normal und darum geht es auch. Also es geht wirklich darum, sich selbst auch ein bisschen zu überfordern und mit diesem Neuen zu beschäftigen. Meiner Erfahrung nach lernt man Programmieren am besten wirklich auch in einem Art Selbststudium. Und da ist es einfach gut zu wissen, was es gibt, aber es ist eben auch gut, das selbst sich dann weiter zu vertiefen. Die Idee ist ein bisschen, dass man dieses Video anschauen kann, stoppen kann, parallel den Code, der eben auch bereitgestellt wird, auszuführen und dann gemeinsam voranzukommen. Und in der gemeinsamen Sitzung können wir dann eben etwaige Probleme und eben auch weitere Ideen besprechen. Der komplette Code eben, wie gesagt, verlinkt. Und dann würde ich jetzt mal zu dieser Tagungsordnung kommen, die ich hier vorbereitet habe. Losgehen würde es mit einer kleinen Einführung in die Twitter-API. Worum geht es bei einer API? Was kann man damit machen? Im nächsten Schritt möchte ich zeigen, wie man Zugang zu dieser API bekommt. Im dritten Schritt geht es darum, einen kleinen Überblick über R zu bekommen. Was ist R? Und auch RStudio, mit dem ich arbeiten werde in diesem Video. Und dann geht es eben auch um RTweet direkt. Unterschiedliche Szenarien, Hashtags und User und was RTweet überhaupt ist. Im fünften Schritt möchte ich dann direkt auch ein paar kleine Analysen mit euch, mit Ihnen machen. Auch mit Codebeispielen, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, weil da jeder Anwendungsfall auch
verschieden ist, aber einfach kleine Dinge, die man machen kann. Und eben letzter Schritt geht es eben dann auch darum, schon mal die Daten zu exportieren, um sie mit anderen Programmen aufzumachen, was eben sicherlich immer wichtig ist, einerseits für die weitere Analyse, aber natürlich auch für die Dokumentation des Projekts. Ja, die Twitter-API ist eine Programmierschnittstelle. API steht kurz für Application Programming Interface. Das ist ein System zur Kommunikation zwei unterschiedlicher Softwaresysteme. Hier in diesem Fall eben dann die Software, die auf den Servern von Twitter läuft, mit R auf Ihrem Computer oder eurem Computer. Die Twitter-API ermöglicht die Interaktion mit Twitter. Also es ist möglich, damit Tweets abzurufen und zu suchen im Twitter-Archiv. Sie ermöglicht es, dass man sich Followerschaften anschauen kann, wer wem folgt und in beide Richtungen sozusagen. Es ermöglicht aber auch wirklich direkten Zugriff auf die Funktion von Twitter im Sinne von, man kann mithilfe der API auch Tweets schreiben oder Nachrichten schreiben, empfangen. Das sind jetzt Sachen, die beiden letzteren, die jetzt für uns in diesem Workshop nicht so relevant sein wird. Aber womit man beispielsweise auch andere spannende Dinge, beispielsweise Twitter-Bots, historische Twitter-Bots bauen könnte. Aber das ist heute leider nicht Thema. Die Twitter-API basiert, ist eine sogenannte RESTful-API. RESTful ist eine standardisierte Schnittstelle, Representational State Transfer. Es ist ein Unterprotokoll von HTTP. Im Fall der Twitter-API werden die Daten im sogenannten JSON-Format zurückgegeben. JSON steht für JavaScript Object Notation, ist ursprünglich im Kontext von JavaScript entstanden, aber heute eigentlich ein offenes Standardprotokoll, was sprachübergreifend eingesetzt wird. Die genauen Details zur Twitter-API gibt es auch in der Dokumentation, hierzu auch der Link in den entsprechenden Unterlagen bei uns hier. Es ist so, dass wir in diesem Video mit der Twitter-API 1.1 arbeiten werden. Gerade ist die API 2 rausgekommen. Die Unterschiede sind vor allem in technischer Natur, die jetzt für den Endanwender oder die Endanwenderin gar nicht so groß sind. Aber es gibt auch beispielsweise Dinge wie die Umbenennung von Favorites zu Likes, was auf Kommunikationssicht schon länger passiert ist und jetzt eben auch in dieser technischen Infrastruktur sich widerspiegelt. Und der Grund, warum wir jetzt aber mit der 1.1 arbeiten, ist, weil viele Packages, sei es für Python, sei es für R, noch nicht angepasst sind für die Arbeit mit dieser neuen API. Das heißt, für die nächste Zeit ist es auch noch vollkommen in Ordnung, mit dieser Version zu arbeiten. An dem Workflow wird sich da in Zukunft auch nicht so viel ändern. Grundsätzlich, bevor wir einsteigen, auch noch ein bisschen so eine Art Quellenkritik schon mal zur API von Twitter. Diese ist nicht ein Archivzugang im Sinne, dass man wirklich alles bekommt, was es gab. Nicht alle Daten sind enthalten. Gelöschte Tweets, Tweets von gelöschten Accounts oder auch Accounts, die auf privat umgestellt werden, wurden, sind eben nicht enthalten. Es sind auch die Datenqualität ist auch teilweise nicht immer perfekt. Also was wir bei dem letzten Projekt beispielsweise gesehen haben, ist, dass es gibt ein Variablen, ein Feld für die Hashtags und dort sind beispielsweise nicht immer alle Hashtags aus dem Text extrahiert. Das ist wirklich wichtig, in der späteren Arbeit da auch immer zu schauen, ob die Ergebnisse, die man hat, wirklich passen. Wichtig ist eben auch, Twitter-Daten einfach nicht als ultimative Fakten zu sehen. Ultimative Fakten gibt es sowieso nicht in diesem Kontext.
Aber diese Zahlen versprechen oder so eine Wahrheit, die ist aber, das ist aber einfach nicht der Fall. Oft sind Dinge enthalten oder nicht enthalten, die eigentlich relevant wären. Und dann eben, wie bereits gesagt, ist es einfach wichtig, wirklich Plausibilitätsprüfungen durchzuführen, wenn man große Analysen macht, auch zu schauen, ob das im Kleinen sich bestätigt. Wie gesagt, die Daten sind nicht immer unfehlbar. So, dann geht's jetzt los mit der Twitter-API-Beantragung. Davor ein paar Worte dazu. Es gibt drei Möglichkeiten, mit der Twitter-API zu arbeiten. Einerseits als, das ist der Standardzugang, kostenlos mit einer Begrenzung hinsichtlich der suchbaren, abrufbaren Tweets auf 25.000. Es gibt die Möglichkeit als Unternehmen, sich einen Zugang zu kaufen, auch als Privatperson sich einen Zugang zu kaufen. Das kostet aber doch auch Geld und glücklicherweise seit kurzem auch die Möglichkeit, kostenlos mit einem Academic Research Projekt kostenlos auf das Twitter-Archiv zuzugreifen. Der Hauptunterschied zwischen diesen Business- und Academic Research Accounts und dieser kostenlosen Variante ist die komplette Durchsuchbarkeit des Archivs und die Anzahl der abrufbaren Tweets. Hat man die kostenpflichtigen, kann man bis zu 10 Millionen Tweets im Monat kostenlos abrufen. Mit der kostenlosen Variante sind es 25.000. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Beantragung dieser Accounts doch ein bisschen dauert. Twitter prüft diese Anmeldungen einzeln. Leider hatte ich jetzt im Vorfeld für die Beantragung dieses Videos keinen Academic Research Zugang bekommen, ist aber insofern kein Problem, weil ich auch mit dieser Grundversion direkt die Dinge zeigen kann, die ich zeigen möchte. Zudem, falls euer Account, ihr Account nicht rechtzeitig freigeschaltet wird, ist das auch kein Problem. Die entsprechenden Daten werden wir auch in den verschiedenen Schritten einlesen können ohne die API, was natürlich etwas schade ist, wenn das nicht klappt, aber was auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, alle Bearbeitungsschritte so zu machen und das Prinzip sowieso zu verstehen. Um nun aber diesen Zugang zu beantragen, besucht ihr die Twitter-Webseite developer.twitter.com. Hier findet ihr einerseits Beschreibungen zu den verschiedenen Produkten, die es gibt, die sie auch verkaufen möchten, zu den Ansätzen und zu der ganzen Dokumentation der Twitter-API. Um nun einen Zugang zu bekommen, gehen Sie hier auf oder ihr hier eben auf Apply. Hier stehen unten schon ein paar Informationen und hier geht es dann los. Wir sind Academic, wir machen Academic Research und nun im Folgenden, das kann ich leider jetzt nicht ganz zeigen, die kompletten Schritte durch, müssen Sie eben dann unterschiedliche Informationen zu Ihrem Forschungsprojekt angeben. Wenn Sie kein spezifisches oder ihr kein spezifisches Forschungsprojekt habt, dann würde eine Beantragung auch nicht klappen. Also Twitter möchte da wirklich sehen, worum es genau geht. Und ansonsten wird es auch abgelehnt. Einfacher und etwas schneller, und das kann man auch später auch ändern, dass sich hier über Hobbyist beispielsweise Explore the API weiter eben das Durchgehen. In diesem Fall, dieser Account hier ist eben noch nicht ganz freigeschaltet, man muss eben seine Handynummer angeben. In den nächsten Schritten ist es dann so, dass man angibt, worum es geht und was man machen möchte. Dann wird der Account freigeschaltet und man muss eben auch die Bedingungen annehmen. So sieht es dann aus, wenn man schon registriert ist. Das ist dann das Dashboard. Hier gibt es eben die verschiedenen Dinge, die man beachten kann. Hier hat man einen Überblick über seine Projekte und Apps. Für die API 1.1 ist es eher wichtig, eine App hier zu haben. Hier sind die Informationen,
die Keys, die wir später auch brauchen für die Eintragung in AdTweet, um quasi diesen Login-Prozess zu machen. Und hier gibt es dann eben auch Informationen dazu, welche Typen der API man nutzen kann. Ich sehe jetzt gerade, es sind sogar 500.000, die man mit diesem kostenlosen Account nutzen kann. Und eben einige Sachen machen. Academic Research, hier sieht man den Unterschied. Der Hauptunterschied ist wirklich die Full Archive Search, die in der kostenlosen nicht möglich sind. Aber wir sehen gleich, wieso das auch so in Ordnung ist. Und hier sieht man auch, wie das fun nicht funktioniert, wenn man die Bewerbung abgelehnt wird, was etwas schade ist. Aber wie gesagt, wir werden trotzdem zum Ziel kommen. Genau. Das würde ich jetzt gerade zur Seite legen. Dazu komme ich dann später gleich nochmal, wenn wir die entsprechenden Informationen brauchen. Jetzt geht es darum, dass wir RStudio hiermit mal anfangen wollen. Hierzu mal die Frage, was ist R eigentlich? R ist eine Programmiersprache. Eine Open-Source-Programmiersprache, um statistisches Programmieren vollziehen zu können. Es wurde zum ersten Mal 1993 veröffentlicht und liegt inzwischen in der Version 4.4 vor. Er kann man als reines Tool so installieren. Ich selbst benutze es und werde es in diesem Workshop benutzen in einer integrierten Software. Entwicklungsumgebung in RStudio. Das hat einige Vorteile, beispielsweise eine Autovervollständigung, Syntaxhervorhebung, einfach eine einfache Bedienung durch ein grafisches Interface. Grundsätzlich ist es so, dass RStudio zwar Open Source ist, aber es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, für Unternehmen eben auch zusätzlichen Support zu erhalten. Für die Arbeit, die wir hier machen möchten, ist es aber mehr als ausreichend, die kostenlose Version zu nutzen. Hier auf der Seite von RStudio, auch der Link ganz einfach, rstudio.com, gibt es eben die verschiedenen Informationen dazu. Hier können wir das Ganze runterladen. Was wir brauchen, ist RStudio Desktop. Und wir möchten die freie Version Download vom Mac. Je nachdem, was für ein Computer Sie haben, dann eben für Linux oder für Windows natürlich. Während das Ganze hier runterlädt, kann ich schon mal noch eine schöne Seite zeigen. Es gibt hier eben verschiedene Ressourcen, wie man eben auch das Ganze lernen kann. Und was auch sehr schön ist, sind die Cheat Sheets, die es hier auf der Seite gibt, wo wirklich in sehr anschaulicher Art und Weise die verschiedenen Dinge, die man mit R machen kann, sehr einfach wirklich erklärt werden und man sich sehr schnell dort reinarbeiten kann auf kurze Art und Weise. Hier gibt es beispielsweise ein kleines Cheat Sheet zu der Oberfläche von R. Aber das brauchen wir jetzt zum gerade nicht. Hier ganz normal installieren wir das Ganze. Ich habe es jetzt schon installiert und können wir das Ganze öffnen. Und dann sind wir schon da. Grundsätzlich ist es so, diese Sicht sieht man ganz am Anfang, wenn man das erste Mal erstartet. Auf der linken Seite haben wir hier die Kommandozeile, in der wir den ausführbaren Code eingeben können, mit dem wir arbeiten.
Hier auf der rechten Seite haben wir die Skript- und Variablenansicht. Und hier die Objekte eben auch, die in der Arbeitsumgebung drin sind. Und hier eben die Package-Verwaltung und die Ordnerverzeichnisse. Was jetzt zum Beispiel ganz spannend ist, also erstmal, wofür ist er da? 2 plus 2 ist 4. 4 mal 5 ist 20. Das ist wirklich nur das Einfachste, was man damit machen kann. Wirklich interessant wird es dann, wenn man anfängt, mit Variablen zu arbeiten. Und eine Variable, ich mache jetzt mal die Variable i, gehen wir mal 1993 ein. Dann sehen wir hier, ist die Variable 1993. Und wir können aber natürlich nicht nur Zahlen zuweisen, sondern auch Texte. Ein String. Aber was ist das Problem? Adenauer, Objekt nicht gefunden. Hier ist das erste Problem. Ein String, ein Text muss immer mit Anführungszeichen angegeben werden. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir den auch hier. Dann haben wir hier Adenauer. Jetzt können wir aber eben natürlich nicht nur einzelne Strings oder Zahlen zuweisen, sondern wir können auch größere Dinge, beispielsweise unsere Kanzler und Kanzlerin. Dann haben wir hier eben diesen Vektor und können uns den auch wieder ausgeben lassen hier. Wir können uns aber auch einen einzelnen ausgeben lassen. Mit diesen eckigen Klammern definieren wir, welches Element wir ausgeben lassen wollen und können uns das entsprechend zurückgeben lassen. Wir können uns aber auch eine Gruppe rausgeben lassen, beispielsweise. Aber das ist jetzt auch noch das Einfachste. Jetzt ist die Frage, wie können wir eben das Ganze kombinieren? Wir haben jetzt einen Vektor gesehen, wir haben Strings und wir haben Doubles, Zahlen gesehen. Das Interessante aber an R, mit dem wir am meisten arbeiten werden hier, ist ein sogenanntes Data Frame, das eben eine Kombination daraus darstellt. Und ich kopiere mal hier einfach ein Stück rein. Wieder haben wir hier eine Variable, die wir gleich befüllen, zuweisen. Zugewiesen wird in R mit diesem Pfeil. Und wir nehmen die Funktion DataFrame. Und jetzt werden die verschiedenen Dinge, die wir hier gesehen haben, kombiniert. Wir sagen hier Name und haben hier einen Vektor, Konrad Adenauer, wie wir ihn gerade eben schon gesehen haben. Aber jetzt können wir eben noch weitere zuweisen, nämlich die Parteien, in denen die entsprechenden Personen waren, deren Amtsantritt und deren Amtsende. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, können wir das vierte Fenster, das standardmäßig in RStudio vorhanden ist, anschauen, nämlich die Übersicht hier. Das ist wirklich auch eines der größten und vorteilhaftesten Elemente für mich gegenüber der normalen R-Implementierung, weil man hier wirklich dann die verschiedenen Objekte durchgehen kann und eben auch direkt schon damit arbeiten kann, beispielsweise filtern. Wenn wir hier nur SPD-Menschen sehen wollen, können wir hier filtern. Das ist jetzt bei einer Liste von 7 Menschen noch relativ simpel, sage ich mal, aber sobald es eben um größere Datenmengen geht, wird das hier schon sehr leicht benutzbar und auch ganz gut. Analog zu dieser Filterungsmöglichkeit, die es hier gibt, gibt es hier auch die Suchfunktion. Ja, es gab nur einen Schröder als Kanzler, war jetzt nicht so überraschend, aber wie gesagt, bei großen Corpora wird es dann wirklich spannend, diese Funktion nutzen zu können. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, wir haben ja ein Tool, mit dem man Statistiken machen kann, mit dem man mathematisch arbeiten kann. Und jetzt wäre es doch ganz praktisch, wenn wir aus diesem Amtsende und dem Amtsantritt berechnen könnten, wie lange die verschiedenen Amtszeiten gedauert haben.
Und in der Theorie könnte man jetzt einfach den Amtsantritt minus den minus das Amtsende rechnen. Eigentlich macht es mehr Sinn, das genau andersrum zu machen, natürlich, sonst haben wir einen negativen Wert. Aber es funktioniert nicht. Was ist hier passiert? Also erstmal, dieser Code hier, dieses Dollarzeichen ist dazu da, darzustellen, welche Spalte wir hier nutzen wollen. Aber wir haben hier eine Fehlermeldung, not factors. Was ist das Problem? Wenn wir jetzt uns hier den Code anschauen, dann sehen wir, dass wir die Zahlen nicht als Zahl gespeichert haben, sondern als ein String. Und ein String kann von dem Programm natürlich nicht als Zahl verarbeitet werden. Während normalerweise die Typen selbst zugewiesen werden, ist, wenn das hier so dargestellt wird, das immer falsch. Aber das ist kein Problem. Wir können das einfach umwandeln, nämlich indem wir den entsprechenden Wert, den wir haben möchten, den wir umgewandelt haben werden, den geben wir hier ein. Der wird zugewiesen as numeric, as character, damit das erstmal das Programm richtig versteht. Und was wir jetzt sehen, ist, dass es von links nach rechts gewandert ist, weil es jetzt eben eine Zahl ist. Analog dazu können wir auch natürlich das Amtsende machen, aber anstatt jetzt hier in diesem Fall mit diesem Dollarzeichen zu arbeiten, kann man auch eben wie hier oben wieder den Index wählen, den Index in diesem Fall der Spalte. Und genau das gleiche Prinzip dann wieder. Warum ist hier ein Komma? Das ist einfach daran gelegen, dass mit der ersten Zahl, wenn sie vorhanden wäre, eben hier die Zeile genannt wäre. Aber wir arbeiten in diesem Fall nicht mit einer Zeile, wir arbeiten wirklich nur mit der Spalte. Dementsprechend kann das leer gelassen werden. Das umgekehrte Prinzip wird später auch noch relevant. Und jetzt haben wir beide umgewandelt. Und wenn wir jetzt die Amtsdauer berechnen wollen, dann geben wir sie einfach entsprechend ein. Das Amtsende minus Amtsantritt und schon haben wir die Amtsdauer. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir große Datenmengen durcharbeiten möchten. Jetzt ist es so, dass wir hier eine neue Variable eben erstellt haben und das kann man wirklich auch in vielen anderen, für viele andere praktische Dinge machen später bei der Verarbeitung. Wir können jetzt verschiedene Dinge natürlich mit diesem Data Frame machen. Wir können sagen, wir möchten jetzt verschiedene Informationen zu verschiedenen Personen haben wollen. Wenn wir jetzt beispielsweise die Amtsdauer haben möchten von Konrad Adenauer, was wie gesagt hier jetzt einfach ist, aber wenn angenommen hier jetzt wirklich 1000 Einträge wären, dann hätten wir jetzt hier die Amtsdauer. Aber jetzt kriegen wir natürlich die Amtsdauer von allen Akteuren ausgegeben. Das ist nicht, was wir wollen. Mit den Pfeiltasten, wenn man hier tippt, kann man immer die vorherigen Anfragen übrigens durchschalten. Das ist ganz praktisch. Mit diesen eckigen Klammern kann ich jetzt eben wieder einen Index bestimmen, aber diesen Index kann ich eben direkt auch mit einer Abfrage bestimmen. In diesem Fall sage ich jetzt Kanzlerin Name ist gleich Konrad Adenauer. Aber was wir gleich sehen, das funktioniert nicht. Warum hat es nicht funktioniert? Wir haben das IsGleich benutzt und das IsGleich ist auch ein Zuweisungsoperator in R. Wir wollen aber einen Vergleichsoperator. Und ein Vergleichsoperator ist wie in vielen anderen Programmiersprachen auch dann das doppelte IsGleich.
Und dann kriegen wir den Wert zurück. Konrad Adenauer war 14 Jahre im Amt. Und das ist ja schon mal ganz schön. Aber wir sagen, wir wollen jetzt eigentlich noch mehr wissen über Konrad Adenauer und nicht nur diesen einzelnen Wert, sondern wir möchten wirklich uns alle Informationen zurück von ihm über ihn zurückgeben lassen. Hier sieht man eben die Autovervollständigung. Dann geben wir eben hier wieder genau analog. Auch das funktioniert nicht so, wie wir es wollen. Warum funktioniert es nicht? Weil jetzt das Gegenteil sozusagen passiert. Wir haben jetzt hier zwar wieder diesen Index, aber wir geben nur jetzt den Index der Spalte an. Das heißt, wir kriegen jetzt den Spaltenindex zurück. Das mag jetzt in dem spezifischen Fall für diese Verarbeitung von Daten nicht so viel Sinn machen, aber natürlich für mathematische Verarbeitungen schon. Was wir also hier jetzt machen müssen, einfach nur ein Komma dazu. Und wir kriegen das. Jetzt ist so klar, dass wir damit diesen Index hier definieren und kriegen entsprechend die Dinge zurück, die wir möchten. Aber das ist natürlich nicht alles. Ich meine, richtig spannend wird es natürlich, wenn wir jetzt auch mehr Informationen rausfinden können über die verschiedenen Parteien, die Strukturmerkmale. Und hierzu können wir das Ganze mal filtern. Also wir nehmen uns hier die Amtsdauer und jetzt wollen wir wieder filtern. Das machen wir wieder mit dem Index. Ist gleich wieder. Wir haben hier die SPD. Die waren insgesamt 20 Jahre an der Macht in dieser Zeit. Also haben den Kanzler gestellt. Und die CDU hat 52 Jahre lang den Kanzler gestellt im Jahr 2021. Jetzt lässt sich schon ein ganz einfacher Plot erstellen, wenn wir mit der Funktion Plot einfach. Hier wird die X-Achse benannt, hier wird die Y-Achse benannt. Und wenn wir das Ganze ausführen, kriegen wir einen semi-guten Plot. Also da merkt man schon, da müsste man noch mehr Arbeit reinstecken. Aber das sind so die wichtigsten Funktionen, mit denen wir arbeiten werden. Natürlich gibt es viel mehr noch zu erfahren, aber immer wenn Sie irgendwie Fragen zu einer bestimmten Funktion haben, lässt sich hier mit diesem Fragezeichen, man nimmt einfach die Funktion, das Fragezeichen, drückt ausführen und kriegt dann direkt in dem Programm die entsprechende Dokumentation vorgelegt. An dieser Stelle ist es nun sinnvoll, ein ganzes Projekt zu erstellen. Dazu kann man hier oben einfach ein neues Projekt erstellen. Wir brauchen das jetzt nicht speichern, was wir hier bisher gemacht haben. Wenn wir nun hier dieses Verzeichnis auswählen, müssen natürlich einen Namen geben. Ja, und dann sind wir hier. Um nun damit zu arbeiten, brauchen wir eben verschiedene Packages. Ein Package ist ein Paket zur Erweiterung der Funktionalität von R. Diese müssen erst installiert werden. Es gibt hier einige Packages, die eben bereits vorinstalliert sind. Aber wenn wir eben mit beispielsweise R arbeiten möchten, brauchen wir dieses. Dazu gibt es die Funktion Install Packages. Wir brauchen aber neben R-Tweet eben auch Tidyverse und TidyText, um auch mit den verschiedenen Tweets zu arbeiten. Wenn wir jetzt das ausführen, werden nacheinander diese Packages installiert. Das funktioniert komplett automatisch. Und im nächsten Schritt
können wir diese dann aufrufen, damit die eben auch geladen werden und funktionieren. Also das lernt man schnell, wenn man eine Funktion aufruft, die eben nicht vorbereitet ist, dass diese eben nicht funktioniert. Was wir hier sehen, ist, dass es mehrere Packages gibt, die eben teilweise auf die gleichen Funktionen mappen. Das kann manchmal passieren, sofern man diese Funktionen nicht benutzt, passiert dann nichts, aber manchmal kann das einem helfen, wenn Fehler passieren, die nicht passieren sollten. Dann kann das durch einen Konflikt der Funktion Namen, kann das daran liegen. Genau, wenn wir jetzt AirTweet nutzen wollen, dann gibt es im ersten Moment die Möglichkeit, dass wir jetzt eben eine Variable festlegen. Tweets, könnt ihr auch mal Tweets Test nennen. Und mit der Search Tweets Funktion aus AirTweet können wir jetzt das entsprechend machen. Und wir können jetzt einfach mal einen Hashtag benutzen als Eingabewert. Eine Funktion besteht eben aus ihrem Namen und aus in den Klammern gibt man eben ihr bestimmte Parameter für ihr Funktionieren. Hier ist der erste Parameter unser Suchbegriff. Das ist in diesem Fall ein Hashtag. Aber grundsätzlich könnte man hier auch ein Wort eingeben. Wichtig ist, dass wenn in der Twitter-API, wenn man zwei Wörter reinschickt, dass nicht unbedingt die nacheinander gesendet werden. Oder es wird auch dann eben nach diesen beiden Wörtern in einem Tweet gesucht. Wenn man zwei unterschiedliche Wörter oder zwei unterschiedliche Hashtags haben möchte, benutzt man einen OR-Operator und dann kann man eben weitere dort noch mit eintragen. Wir möchten jetzt erstmal vielleicht maximal 100 Tweets haben und wir möchten keine Retweets haben. Unser Token ist in diesem Fall jetzt abgelaufen. An dieser Stelle gibt es eben zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man sich nun eben über die App von der AirTweet-Community anmelden und mit einem gewissen Standardzugriff diese Funktion nun nutzen. Oder man geht dann direkt den Weg und nutzt dann die Twitter-API, um eben hier den volleren Zugriff beispielsweise sozusagen zu haben. Und dazu loggen wir uns eben in unser Dashboard ein auf developer.twitter.com. Eben oben rechts gibt es dann den Zugang hierzu. Hier kann man dann eben auf die Projekte und Apps gehen. Und hier, ich selber habe jetzt eben schon diese beiden Apps, eine neue App erstellen, beispielsweise BibTest. Complete. Offenbar hat jemand anders schon sich jetzt überlebt. BibTest Corona. Und hier kriegen wir dann die verschiedenen Tokens. Die werden nachher nicht mehr funktionieren, aber mit diesen kann man dann eben auch seine App aufsetzen. Die brauchen wir auch gleich. Die müsst ihr euch dann raus und sie sich eben rauskopieren. Hier gibt es eben nochmal die Übersicht auch mit den entsprechenden, was man eben dieser App erlauben möchte. Wenn wir jetzt eben uns anschauen, brauchen wir eben auch eine Environment hier. Die kann man hier dann eben aufsetzen. Das geht dann Schritt für Schritt, um dann eben die entsprechenden Archive nutzen zu können. Das eben auch nur gegebenen Fall, dass eben das schon auf freigeschaltet ist. Das dauert, wie gesagt, bei Twitter leider immer etwas. Und damit lässt sich dann eben weiterarbeiten. Ich selbst habe eben hier den Zugriff auf die 30 Tage auch und auf das volle Archiv. Das ist auch die Regel. Aber dabei ist eben zu sehen, dass man eben auf dieses volle Archiv eben 50 Anfragen mit 5000 Tweets machen kann. Da ist eben ein anderer Weg dann noch sinnvoller, auf den wir jetzt eben eingehen. Aber jetzt haben wir hier eben unsere
Unsere App, ich benutze, weil diese benutzen wir halt jetzt eine Key and Tokens, die wir gleich brauchen. Und um diese jetzt eben in AirTweet reinzubekommen, können wir hier diese entsprechend einfügen. Jetzt muss ich kurz nach meinem Sprechen suchen. Und jetzt können wir eben die entsprechenden geheimen Schlüssel hier eingeben. Wir weisen diese eben hier zu, den API Key, den Secret Key, den Access Token und das Access Token Secret, das wir eben hier aus der Twitter-Seite entnommen haben. Ich gebe das jetzt mal ein und ändere es später, aber aus Übersichtlichkeit ist es so etwas einfacher. Jetzt können wir hier eben mit der entsprechenden Funktion einen Token generieren. Dazu geben wir den Namen der App, die bei euch eben dann entsprechend auch anders heißen muss, je nachdem, wie ihr sie benannt habt. Und so haben wir jetzt unseren Token hier generiert. Und wenn wir jetzt entsprechend suchen, beispielsweise hier mit Tweets, Bip at home, 500, dann können wir jetzt mal auf das komplette Archiv mal zugreifen. Wir können einfach mal schauen, wie viel wir rauskriegen. Oder machen wir 500 mal. Dann fehlt hier ein Komma. Und jetzt haben wir hier in Tweets 500 Tweets, die das Hashtag BibbleTome verwenden. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Auswahl von Tweets, die wir hier haben. Wir haben hier den Zeitraum festgelegt. Der wird erst das Jahr 2020, 02, 2. Also ja, Februar, 1. Januar, 1. Februar und hier entsprechend die Uhrzeit von 0 Uhr bis eben 2021, genau der Zeitraum eines Jahres. Diese werden eben jetzt hier reingeladen und so kann man jetzt auch schon mal sich diese Struktur anschauen. Das können wir jetzt einmal kurz durchgehen. Man sieht hier die User-ID, wie eben dieser Aufbau eines entsprechenden Abfrage eben aussieht. Man hat hier eben die User-ID, die für einen Nutzer vergeben wird, die ein eindeutiger Identifizierungscode ist. Die anders als der Screenname auch gleich bleibt. Also der Screenname kann sich ändern, die ID eben nicht. Gleich verhält es sich mit der Status-ID, die einem einzigen Status zugeordnet ist. Es gibt hier das Created Ad. Hierbei ist zu beachten, dass man schauen muss, wann eben welche Zeitzone das ist. Grundsätzlich ist das nicht unsere Zeitzone, das muss ich gleich auch noch nachschauen. Beziehungsweise man kann diese dann eben in der weiteren Verarbeitung umwandeln. Wenn wir jetzt beispielsweise uns diesen Tweet in Realität mal angucken wollen, können wir einfach hier auf uns den kopieren, können hier auf uns hier die Status-ID kopieren. Und uns dann nochmal diesen Tweet hier, genau, das hier brauchen wir natürlich nicht. Einfach nur die normale Twitter-Übersicht. Und dann sieht man hier eben diesen Tweet. Und man sieht hier, die Uhrzeit bei uns ist eben 1.53 Uhr, während sie hier mit 12.53 Uhr angegeben ist. Also wir haben eine Stunde die falsche Zeitzone. GMT. Genau, wir haben in den Screenname, den Text, die Source, also die App, die benutzt wurde. Was natürlich total spannend ist, ist, wir haben hier isQuote und isRetweet als Boolean. Das heißt, wir können gucken, ob es eben ein Retweet ist oder eben nicht. Wir können uns anschauen, wie viele Likes in der Zwischen eben Retweets und auch Quotes gegeben wurde. Wir können uns anschauen, welche Hashtags drin sind, aber hier bereits gesagt, das ist fehleranfällig.
muss man kontrollieren, wenn man damit arbeitet. Und dann eben gibt es auch die Möglichkeit, die URLs, die darin angegeben sind. Und so hat man sehr viele verschiedene Dinge, die man hier sehen kann. Es sind insgesamt 90 unterschiedliche Variablen. Ganz oft sieht man dieses NA, es ist kein Wert vergeben. Man hat selten eigentlich einen Ort. Man kann auch dann weitere Informationen zu den verschiedenen Menschen eben auch sehen. Man kann sehen, ob sie das, die Beschreibung der Leute, man kann sehen, inwiefern sie ihren Account protected ist, was jetzt hier natürlich nicht der Fall ist, sonst wäre ihr Tweets nicht enthalten. Es gibt eben die Follower-Count und die Friends-Count und auch wie viele Status eben bereits vergeben wurden. Noch weitere Informationen zu den wann der Account eben erstellt wurde. Und das ist natürlich alles variabel. Je nachdem, was man untersucht, kann das eben alles interessant sein. Da lohnt es sich einfach mal reinzuschauen. Ja, wenn wir jetzt uns, jetzt ist die Frage, wir können nicht das volle Archiv zurücksuchen. Wir wollen gleichzeitig uns bestimmte Akteure und Akteurinnen anschauen. Jetzt liegt es nahe, dass wir Tweets uns anschauen, basierend auf den Akteurinnen und Akteuren hier. Und das ist in dem Fall sind das natürlich Bibliotheken. Und um das zu machen, können wir auf vorhandene Bibliotheken Listen zurückgreifen. In diesem Fall hier auf eine Liste mit 18 Mitgliedern. Es können natürlich auch andere sein, man kann sich auch selber zusammenstellen. Und hier sind nun 18 Akteurinnen und Akteure drin. Analog dazu gibt es von der Bibliothekswelt auch eine Liste mit BibliothekarInnen. Um jetzt auf diese Liste zuzugreifen, können wir einfach erstmal uns diese Member dieser Liste holen. Dazu gibt es den schönen Befehl List Members, mit dem wir einfach die entsprechende ID uns eintippen. Token, gleich Token, das ist jetzt der Token, den ich hier habe. Und dann sieht man hier eben diese 18. Das sind eben 18 Seiten. Analog dazu können wir auch die BibliothekarInnen direkt herunterladen. Ja, genau, wir haben hier diesen Expired Token. Es kann bei euch funktionieren, wenn ihr euch vorhin einloggen konntet. Hier jetzt mit den Token habe ich jetzt auch direkt diese Liste mit den Nutzerinnen und Nutzern, die hier gelistet sind. Jetzt ist es so, dass natürlich vielleicht ihr keinen Zugriff habt auf diese Listen. Das ist nicht so schlimm. Ich kann das jetzt einfach hier speichern. Save RDS. RDS ist der Container für R-Files. Und dann haben wir hier in R-Tweet, in dem Verzeichnis, haben wir hier direkt diese Datei. Und wenn ihr nun in Files entsprechend eben auch ein Projekt erstellt habt und das euer Arbeits, also hier ein Projekt erstellt habt eben und hier drin seid, hier liegt dann auch entsprechend euer RDS-File, dann könnt ihr ganz und sie ganz einfach eben das Ganze wieder einlesen. Zum Beispiel Theken. So. Und es ist natürlich wieder hier. Also auch wenn wir jetzt Bibliotheken beispielsweise auf einfach nur einen komischen Wert setzen, das jetzt leer wäre,
und jetzt das Ganze wieder einlesen mit diesem Read-RDS, dann haben wir das auch wieder alles da. Also das ist auch immer zu empfehlen, die eigenen Daten auf diese Art und Weise zu exportieren und so zu nutzen. Genau. Wenn wir jetzt die Tweets dieser Institution haben möchten, dann können wir das auf diese Art und Weise machen. Also dann können wir hier wirklich mit dem getTimelines, mit der getTimelines-Funktion aus dem Package arbeiten. Das geht wieder, hier sieht man wieder eben die, die Dokumentation. Dazu die verschiedenen Parameter, die hier gegeben werden können. Und hier in diesem Fall sagen wir, okay, pro Bibliotheken, wir geben die Liste der Bibliotheken, die 18 Bibliotheken über. Es können natürlich auch mehr sein. Jeweils pro Akteur, Akteurin 3200 Tweets. Wir möchten nicht die Home-Tweets, das heißt diejenigen Tweets, die die Person sieht, sondern nur deren Tweets. Die sollen geparst werden, Token. Und jetzt dauert es ein bisschen, bis eben diese entsprechenden Tweets runtergeladen werden. So, ich habe einen kleinen Schnitt gemacht. Das Ganze hat jetzt 5 Minuten gedauert. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es große Datenmengen sind, sondern dass Twitter die Abfragen verlangsamt, um eben zu verhindern, dass automatisiert komplett Twitter abfließt. Wenn wir jetzt in dieses Verzeichnis gehen, dann sehen wir, es sind 34.000 Tweets. Diese sind jetzt aber zeitlich nicht begrenzt. Diese Timelines haben nicht die Möglichkeit, dass wir die begrenzen. Das heißt, wir haben jetzt alle Tweets dieser Institution, alle 18 Institutionen, die sie jemals gemacht haben, auch alle Retweets. Und das sind eben insgesamt 34.000 Tweets an dieser Stelle. Diese können wir jetzt natürlich erstmal ein bisschen uns angucken. Beispielsweise bib tweets raw. Und dann sehen wir, wie sich das auf diese verschiedenen Akteurinnen und Akteure verteilt. Also wir sehen, dass die FU Berlin, die Stabi Hamburg, die ETH-Bibliothek, die sind schon ganz vorne dabei. Die Bibliothek in Karlsruhe twittert etwas weniger. Im nächsten Schritt können wir uns aber auch anschauen, wie denn hier das Verhältnis ist zwischen Retweets und Tweets. Und dazu können wir einfach diese Tabelle mit Screen nehmen. Doch, das brauchen wir genau. Und dann können wir hier eben den Index auswählen. Retweet ist gleich false. Hier müssen wir immer so und kriegen hier dann eben so ein Verhältnis zu der Anzahl von Tweets in Relation zur eigentlichen Zahl der Tweets. Und da sehen wir, dass die Bibliothek in Karlsruhe beispielsweise relativ wenige Retweets drin hat, aber die FU 1600 der eigentlichen Tweets Retweets sind, während nur 488 echte Tweets sind. Genau. Aber grundsätzlich, wir möchten jetzt hier uns die Zeit Corona anschauen. Das heißt, wir möchten diese Tweets filtern. Und dazu können wir folgenden Befehl, ich kopiere den jetzt einfach mal rein hier, nehmen. Wir sagen, okay, wir haben jetzt hier die BibTweets Raw. Wir nennen das Ganze BibTweets. Und wir filtern das mit dieser Funktion Filter, die aus dem Tidyverse, dem Package Tidyverse kommt. Und diese filtern wir eben auf Basis von diesem Paradigma, dass wir sagen, okay, 1. Februar 2020 bis
1. Februar 2021. Auch hier gibt es diesen Und-Operator. Das heißt, wir geben dem der Funktion Filter zwei verschiedene Inputs, in dem Fall zum Filtern, die beide erfüllt sein müssen. Das heißt, sie müssen kleiner sein, sie müssen größer sein als eben dieser Zeitpunkt und kleiner als dieser, ergo die Zeit dazwischen. Und wenn wir das machen, es geht in Windeseile, dann sehen wir, dass wir 11.000 Tweets nun haben, also ein Drittel dieser gesamten Tweetzahl, was ja auf jeden Fall schon mal eine Menge ist. Und wenn wir hier durchscrollen, sehen wir natürlich, dass es jetzt wieder eine ganze Anzahl an Tweets, die auch von den gleichen Akteuren und Akteurinnen sind. Und damit haben wir eigentlich schon einen ganz spannenden Korpus, den wir uns angucken können. Beispielsweise, wenn wir jetzt an dieser Stelle ich speichere das natürlich jetzt erstmal, um das, genau, also save.rds, das ist der Befehl, den ich jetzt ausführe, um die Datei für euch und sie zu exportieren, mit bib.tweets.raw, hier entsprechend wird es wieder importiert. Also wenn ihr oder sie euch diese Daten anschauen möchten, dann geht das auf diese Art und Weise. Und aus diesen RAW-Files lässt sich dann entsprechend diese gefilterte Sicht eben generieren. Wir können das hier auch nochmal machen. Und dann geht es ganz schnell und ist da. Ja. Wenn wir jetzt uns einen ersten Plot neu machen wollen, können wir hier diese Funktion tsplot nutzen, einfach mal reinkopieren. Ohne zu viel hier zu verraten, setzt sich, ist das hier die Sprache von ggplot, das ist auch ein anderes Package aus dem Tidyverse, mit dem man eben Graphen bilden kann. Ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen, dann sehen wir hier die Tweets in dem entsprechenden Zeitraum. Wir können aber analog dazu uns auch mal den Plot anschauen, von den Rohdaten, also dem größeren Kontext sozusagen. Und dann sehen wir hier, ja, wie sich die Bibliothek natürlich mit der Zeit auch deutlich mehr engagieren. Ich würde mal, wenn wir hier reinzoomen, kriegen wir da noch mehr Infos. Also dann haben wir hier 2019 und dann sehen wir hier doch eine Zunahme der Tweets ganz am Anfang, wieder eine gewisse Abnahme, aber ich würde sagen, es ist schon in einem gewissen Trend, den wir hier sehen. Aber das ist natürlich auf jeden Fall schon mal sehr interessant, was wir hier sehen. Also dann haben wir hier wirklich eine starke Zunahme während des ersten Lockdowns. Und dann aber eigentlich wirklich auch im Herbst, Winter allgemein starke Twitter-Verhalten. Hier im Januar, da fallen die Weihnachten und die Ferien wahrscheinlich sehr stark rein. Genau, wir können uns aber auch zum Beispiel mal hier einen Plot angucken, wie denn das Verhältnis von Retweet und Tweets ist. Und dann haben wir hier einen stärkeren Teil, dass eigene Tweets gemacht werden, während hier es auch wieder entsprechend wächst. Das sind aber alle allgemeinen Tweets, das sind nicht unbedingt zu dem Thema Corona. Wenn wir uns jetzt mal angucken wollen, was sind die wichtigsten Hashtags? Können wir das hier mit diesem Code machen? Nach etwas Troubleshooting habe ich gefunden, woran es lag. Ich hatte hier an einer Stelle eine Klammer vergessen, weil ich noch den Code etwas geändert hatte. Und ja,
Was man hier jetzt sieht, ist eine Pipeline. Das funktioniert eben mit diesem Tidy Text bzw. Tidy Words Package. Hiermit gibt es die Möglichkeit, mit diesem Pipeline Operator die Inhalte durch verschiedene Funktionen zu leiten. Im ersten Schritt hier also den Text in Token zu verwandeln, diese dann zu filtern, indem er Strings sucht. Diese sucht er eben einfach mit dem Hashtag-Zeichen sozusagen, und dann wird das eben gezählt. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir hier diese kleine Liste in der Kommandozeile direkt ausgegeben. Aber vielleicht möchten wir jetzt doch das Ganze anschauen. Was sind denn eigentlich die großen Hashtags der Bibliotheken? Und dann können wir das einfach genauso nochmal ausführen und kriegen hier dann dieses Data-Frame mit den Hashtags eben. Und das ist dann direkt auch entsprechend geordnet. Und wir sehen, dass Covid-19 schon in jedem Fall vorne mit dabei ist. In diesem Zeitraum, also wir betrachten hier dieses eine Jahr, aber auch Digital Humanities weit vorne ist. Coronavirus, closed but open, ist auf jeden Fall auch sehr relevant als Hashtag. Wir können jetzt auch diese Tweets, die wir hier haben, nochmal filtern. Filtern mit regex. Damit können wir beispielsweise, wenn wir jetzt eine neue Variable bit_tweets Corona machen, die basiert auf bit_tweets. Genau. Hier gibt es eben diese with-Funktion, nein, with-Funktion, Verzeihung. Auch wieder der Operator. Bip-Tweets. Und dann gibt es grep. Und das ist die Implementierung von regex eben hier. An der Stelle, jetzt hole ich mir mal die Wörter, mit denen ich das suchen möchte. Corona, Bits at Home, Close but Open, diese Hashtags eben auch. Entschuldige, wahrscheinlich. Der gerade Strich ist in regex der Operator mit einem Oder-Operator, also eines dieser entsprechenden Wörter soll vorhanden sein, okay. Dann Tweets. Was untersuchen wir? Wir untersuchen den Text. Und möchten nicht, dass Groß- und Kleinschreibung hierbei beachtet wird. Und sollten natürlich immer auf Rechtschreibfehler achten. Und hier eine Klammer gesetzt. Genau, und dann haben wir hier BitTweets Corona. Das sind dann mit diesen Wörtern bzw. Text, die wir hier ausgewählt haben, sind das jetzt 758 Wörter. Da muss aber in jedem Fall auch analysiert werden, ob es hier Wörter gibt, die besser geeignet sind. Und analog zu den vorigen Graphen, die wir gemacht haben, können wir uns einfach jetzt hier nochmal den Code holen. Na? Und dann sehen wir, wie das im Zeitverlauf eben gelaufen ist. Auch hier sehr interessant, wirklich dieser Peak am Anfang. Natürlich nie wieder zurück auf das Level davor, aber natürlich auch das schon mal ganz spannend. Ja, analog dazu können natürlich auch andere Wörter hier in diesem regex-Text rausgesucht werden. Genau.
Im nächsten Schritt können wir uns auch, nachdem wir jetzt mal Hashtags und Wörter angeguckt haben, können wir uns mal angucken, wer sind denn die Leute, die am meisten twittern. Das ist eben die Stabi. Genau. Wir könnten aber natürlich auch sagen, wir möchten jetzt aber schauen, wer sind eigentlich denn die Leute, die eben die meisten Original-Tweets machen. Und dann sehen wir, dass die Uni Bielefeld, also wir haben hier ein bisschen anderes Feld. Auch hier wieder genau das Gleiche, wir können das wieder einer Variable zuweisen. Top Accounts Aurik für Original. Das kopiere ich mir mal. Und hier eben den Zuweisungsoperator. Und dann haben wir hier eben die Top-Anzahl. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen eben nicht nur die Top 10, dann können wir hier einfach das entsprechend rauslöschen. Und so haben wir jetzt alle, wie viele sie denn ja, getweetet haben. Wenn wir uns jetzt anschauen möchten, aus diesen 750 Tweets, was denn so die reichweitenstärksten waren, dann können wir uns natürlich den Favorite Count hier einfach mal wählen. Wir können diese bordeigenen Mittel nutzen von Studio und sehen dann diesen Tweet. Können wir jetzt auch wieder uns anschauen mal. Wie der dann aussieht. Das mochten viele. Das hat vielen gefallen. Ähnlich verhält es sich natürlich auch mit den Top-Tweets, mit dem Retweet-Count. Und hier sieht man schon, das ist ein Retweet. Das ist kein Original-Tweet. Ein Tweet, der sich auf den 1. April und Corona bezieht, von der Bibliothek Wien weitergetweetet. Wenn wir, schauen wir mal, sind die top retweeted Tweets und alles. Wir können es natürlich auch anders machen. Wir können BIP Tweets Corona Aurig machen. Und hier nehmen wir dann einfach diese hier. Und dann entsprechend nochmal Retweet. Wie das Komma vergessen gehabt. Und hier, dann sehen wir auch das Verhältnis von Original-Tweets versus Retweets und können eben auch hier den Retweet-Count uns mal anschauen. Und dann sehen wir, dass der erfolgreichste Tweet von der ETH-Bibliothek ist. Diese hier wurde am meisten weiter geteilt. Genau, und so kann man natürlich noch viele weitere Dinge damit anstellen. Wichtig an dieser Stelle natürlich auch wieder, unsere Daten zu speichern. Das können wir einfach hier mit dem Write as CSV. Mit der Write-as-CSV-Funktion machen. Eine CSV ist eine Komma- oder Tab getrennte, auch mit anderen Trennungszeichen,
versehene Datei, die sehr simpel ist in ihrer Funktionsweise und dementsprechend sehr gut geeignet ist für eine langfristige Datenspeicherung. Und wenn wir jetzt hier eben als Parameter den Namen der Funktion geben und einen Namen, wie wir das Ganze nennen wollen, heute ist der 5. Februar. Das hier ist eine gute Funktion von diesem AddTweet, write a CSV. Eine Problematik, die es häufig gibt an der Stelle, ist, dass die Status-IDs von Programmen wie Excel oder OpenOffice als hohe Zahlen und nicht als SD wahrgenommen werden und dann in eine E hoch X-Funktion umgewandelt werden. Und dieses Prepend-ID setzt dann ein X davor, damit wird es zum String und kann nicht versehentlich falsch verarbeitet werden. Also leere Werte. Und wir wollen auch noch ein File-Encoding. Hier ist eben was für den Zweck richtig ist. Ich nehme jetzt mal UTF-8. File-Encoding ist dafür zuständig, die Übersetzung aus Zahlenwerten in die entsprechenden Zeichen. Und diese Art, eine Art Alphabet, die bestimmten, die der maschinellen Repräsentation dient. Und hierbei ist die Codierung einfach wichtig. Um das später auch wieder zu lesen, sollte man einfach wissen, in welchem Encoding das Ganze codiert ist. Es wird gespeichert. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann sehen wir, es ist da. Es sind 16 Megabyte, das ist natürlich doch nicht ganz wenig. Grundsätzlich eignet sich LibreOffice besser als Excel für das Bearbeiten von CSV-Dateien. Hier gibt es dann die Möglichkeit, eben entsprechend das Character Set zu wählen. Und man sieht hier eben auch das vorangestellte X, wenn man das entsprechend auswählt und wie das eben ganz gut funktioniert und man das aufmachen kann. Um das eben auch zu archivieren oder eben anderen Akteuren bereitzustellen. Genau. Ähnlich können wir jetzt aber natürlich auch das Ganze als RDS-Datei speichern. RDS wieder das Format von OSR. Hier machen wir auch wieder dieses Format. Und in diesem Fall kümmert sich jetzt eben RStudio darum, die Daten für uns zu bearbeiten. Ja. Es gibt eben noch einige Ressourcen in dem Dokument, was ich euch und Ihnen bereitgestellt habe. Einige der Anleitungen, die ich jetzt gegeben habe, sind beispielsweise von Trafford Data Lab. Hier in diesem Artikel ist das entsprechend auch zum Teil nachvollziehbar. Und welches mir auch sehr gut gefällt, ist die 21 Recipes for Mining Twitter Data with UpTweet. Natürlich gibt es auch unzählige andere, aber damit lässt sich auf jeden Fall schon manches tun. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video einen Einstieg geben konnte. Wenn die Überforderung da ist, ist das gut und es soll so sein. Wichtig ist einfach zu wissen, dass mit diesem Programm, mit RStudio, sehr viel gemacht werden kann. Die Visualisierungen, die wir hier jetzt gesehen haben, gerade sind wirklich auch nur an der Oberfläche dessen, was möglich ist mit diesem Programm. Da kann ich nur darauf hoffen, dass ich das Interesse bei Ihnen und bei euch geweckt habe und freue mich auf die weiteren Workshops im Rahmen des VDHD 21. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und ja, viel Spaß beim Nachmachen.